mit herunterhängenden Kabeln ein kleines Ostervideo, weil ich noch irgendwas bringen muss. Eigentlich wollte ich Kuchen backen, aber mir fehlen noch einige Zutaten. Und, naja, eigentlich nicht, aber es ist halt ein bisschen eng. Ich muss nämlich Ostern arbeiten. Wir werden zumindest ein Ei mal färben. Da hätten wir einmal ein Hühnerei und Eierschalen im guten Meißner Porzellan, alles beides. Eierschalen vor allen Dingen, das sind Zwiebelschalen, okay. So, die magischen Küchenkräuter rein in Form von Zwiebelschalen. Das Ganze erstmal köcheln lassen. So, als erstes wird das Ei gepiekt unten rum. Und dann habe ich hier, kennt ihr das, wenn ihr aus der Waschmaschine bloß eine einzige Socke rausholt und euch fragt, wo der Rest geblieben ist? Genau sowas ist das hier. Okay, ein Blatt. Das habe ich von einem, naja, von einer meiner Pflanzen abge. Zwack, die sind aber lausbefallen gewesen. Das muss ich gar nicht erwähnen. Und irgendwie müssen wir das jetzt ja reinkriegen. Normalerweise nimmt man Strumpfhosen dafür. Aber sind wir mal ehrlich, so etwas besitze ich nicht. Jedenfalls nicht die Art von Strumpfhosen. Das wird hervorragend funktionieren, so wie ich mir das denke. Ich bin zuversichtlich. Okay, wir müssen was anderes machen. Als erstes mal das Ei hier rein. Möglichst ohne es kaputt zu machen. Übrigens, hier unten ist ein Loch, ich muss aufpassen. Wie gesagt, das ist eine Socke da. Ihr seht's ja. Da kann man auch mal ein bisschen. Oh Gott. Ja, frohe Ostern, Leute. So wird das hier gemacht. Mal gucken, wie es wird. Mal gucken, wie es wird. So, das wird spitzenmäßig, ihr werdet sehen. Ach Gott. Ah, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als man zu den Osterferien bei den Großeltern gewesen ist, im Garten, und dort angefangen hat, irgendwelche Eier zu suchen? Ah ja, stimmt, ja, das waren noch Zeiten. Das war, ach, das ist, ja, das ist, ach Gott. Es wird nicht so, wie ich mir das denke, aber das ist egal. So. Das ist Küche. Nee, nee, das ist. Eigentlich will ich das mit diesen Damenstrumpfhosen machen, ich weiß schon, aber. Ah, was willst du machen? Was willst du machen? Jetzt färbt man das Ganze ein, bis es fest ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist etwas ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig zugegebenermaßen, aber es sollte wohl funktionieren, wie ich mir das denke. Oh, bitte lass es funktionieren, ey, das ist. Die Stunde der Wahrheit. Es könnte sein, dass ich zu wenig Eierschalen drin habe. Das ist ein schöner Anblick. Die Socke stinkt übrigens nicht, das möchte ich mal dazu sagen. Also ihr könnt es jetzt nicht riechen, aber es riecht eher wie, ja, naja, wie Wäsche halt riecht, wenn man sie gerade aus der Waschmaschine rausholt. Eigentlich sehr gut. Und so riecht es halt ja durch das Kochen. Ja, ist doch ganz hübsch geworden, würde ich sagen. So habe ich mir das gedacht. Genau so. Wo das Band herkommt, kann ich mir zwar auch nicht erklären, aber ist nicht so schlimm. Gut. Da ich heute noch arbeiten muss, werde ich mir jetzt erstmal was zu essen gönnen. Übrigens bewundert auch das schöne Holzbrett, das ich mir geordert habe. Ach, das Brot, wie kommt das denn hierher? Schön in altdeutscher Schrift, Zwergenbrot, Küchenprofi. Wie passend. Wer meinen Nachnamen kennt, weiß auch, was das zu bedeuten hat. Sei es wie es sei. Aus Elle, nee, halt Quatsch. Doch, Erle, war schon richtig. Und dazu gibt es Mayonnaise. Was passt besser zum Ei? Nein, Spaß beiseite. Das Ei ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das dachte, aber es ist zumindest eine Überraschung geworden. Nicht alles ist ganz nach Plan gelaufen, aber es war halt auch spontan.
Ei ist schon köstlich. Das mache ich völlig sinnlos. Frohe Ostern euch allen anderen. Es kommt bald ein Kuchenbackvideo. Tschüss.